Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lenz TV natürlich mal wieder. Und es hat sich was getan in dieser Woche bei unserem SK Sturm. Die Saison ist gerade vorbei. Ich denke mir, ja cool, man kann ein bisschen chillen, Pustekuchen, denn es passiert schon wieder irgendetwas rund um unseren Club. Nicht irgendetwas, sondern Fakten, Fakten, Fakten und ein bisschen Spekulation, so wie das immer ist. Zunächst mal Emanuel Sakic, 28-jähriger Rechtsverteidiger. Er wechselt von... Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Atromitros, verflucht nochmal. Auf jeden Fall kommt der aus Athen. Moment mal, das Ganze gucken wir uns jetzt nochmal an. Atromitros Athen, so, ablösefrei auf jeden Fall nach Graz. Und ja, für die Rechtsverteidigerposition ein Transfer, der auf jeden Fall gemacht hat werden müssen. Also da hatte man ja nur Koch, okay, mit Abstrichen Obermeier, aber der hat ja keine Zukunft mehr bei Sturm. Von dem her war da auf jeden Fall Handlungsbedarf. Sakic, ja, österreichischer Pass, Bundesliga-Erfahrung, spielt in der Bundesliga für Altach. Ansonsten seine Station Austria-Lustenau und eigentlich die komplette Rapid-Jugend durchlaufen. Also alles wie beim Alten im Grunde. Nein, Spaß. Soll natürlich ja da trotzdem kein Grund sein, ihn jetzt nicht zu holen. Mit 700.000 laut Transfermarkt.at gar nicht mal so niedriger Marktwert. Also, naja, das wäre zumindest im Punkto Weiterverkauf bisschen Geld, was man vielleicht kassieren könnte. Aber ich glaube, mit seinen 28, ja, da ist jetzt nicht der große Wechselwille gleich wieder da. Hoffe ich halt zumindest. Und ja, ansonsten gibt es zu Sakic, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Mir persönlich ist er nicht wirklich in Erinnerung geblieben. Vom Hören her, ja, eher nicht so gerade der Dauerläufer. Also eher so ein Typ wie Koch, glaube ich, der jetzt nicht unbedingt vom Sprint lebt, sondern eher vom richtig Stehen und eben ja den Gegner abgrätschen und so weiter. Also das ist natürlich so ein Thema, das passt ganz gut zu dem, was wir zu dem Thema, wo wir gleich dazu kommen. Nämlich, ja, dass es grundlegend vielleicht an der Zeit wäre bei Sturm, bevor wir zum anderen großen Thema kommen, klar, aber dass es grundlegend an der Zeit wäre für Sturm, vielleicht mal eine Spielphilosophie zu entwickeln. Einfach eben sich vorher überlegen, wofür steht der Verein, welche Art von Fußball möchte der SK Sturm gerade spielen, für welche Art von Fußball will Sturm stehen. Es ist ja auch eigentlich ganz gut vom Timing, man möchte ja dieses Jahr den Leitfaden quasi noch präsentieren und da würde das doch perfekt reinpassen. Allerdings müsste man sich damit schon ein bisschen beeilen, denn die zweite Bombe, und dazu kommen wir jetzt natürlich, Roman Mehlich ist weg. Ihr wisst es natürlich schon längst, seit Mittwoch, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Mehlich eben nicht mehr Trainer beim SK Sturm. Es gab dann auch gleich die Pressekonferenz von Günter Kreisel oder mit Günter Kreisel und einfach logisch, ich glaube, so ziemlich jeder Sturmfan versteht die Entscheidung, das Spiel war grauenhaft, die Ergebnisse haben auch nicht mehr gepasst in der Meistergruppe und von dem her der einzig logische Schritt aus meiner Sicht, dass man Roman Mehlich eben jetzt verabschiedet. Und ja, dementsprechend ist jetzt eben Ersatz gefragt. Und da sind wir eben jetzt nochmal beim Thema Spielphilosophie. Da wäre natürlich der Vorteil, wenn sich unsere Blackies da ein bisschen, ja, ich will mal ein bisschen kleinere Beispiele nennen, die realistisch sind. Ich habe mir das Ganze auch von einem Laola 1 Artikel von, ich glaube, Peter Altmann heißt er, abgeguckt, will ich gleich mal dazu sagen. Also ich will da nicht die Lorbeeren für die Idee ernten, obwohl ich wegen der Spielphilosophie auch schon seit ein paar, ja, seit gewisser geraumer Zeit ein bisschen rummeckere. Aber es ist einfach nur logisch. Man siehe, auch wenn es schwerfällt, Red Bull Salzburg. Sportlich gesehen ist den Dosen nichts vorzuwerfen. Denn da machen sie einen guten Job, ohne Wenn und Aber, wie schon mehrfach erwähnt. Sie haben ihre Spielphilosophie, man weiß, wie gespielt wird, über Jahre hinweg. Das wird von der Jugend bis eigentlich ja zur Kampfmannschaft durchgezogen, ihr System und ihre Spielart. Also dieses aggressive Pressen, schnelles Umschalten und so weiter. Also da hat man eben eine Identifikation auch gestiftet. Man weiß, Salzburg, okay, oder generell Red Bull, die stehen für diese Art von Fußball. Denn Leipzig, soweit ich weiß, praktiziert eigentlich ja das gleich relativ. Und ja, man sieht es auch beim LASK, muss man sagen, in der letzten Saison, in der jetzt gerade frisch abgelaufenen Saison, in der Saison davor, wo wir jetzt Zweiter und Cupsieger wurden, haben wir ja eigentlich einen sehr, sehr ähnlichen Fußball wie der LASK heuer gespielt. Also Sturm kann das ja. Es ist halt natürlich die Frage, erstmal muss ausgearbeitet werden, für welche Spielart soll Sturm stehen. Danach, wenn man sich da festgelegt hat, sollte man das Ganze eben von der Jugend bis in die Kampfmannschaft auf jeden Fall durchziehen. Man muss dann dranbleiben, denn es gibt eigentlich
aus meiner Sicht nur Vorteile, wenn man als Verein eine eigene Philosophie hat. Ich weiß allerdings auch, dass Günter Kreisel jetzt nicht der große Fan davon ist. Das ist auch von meiner Seite der einzige Kritikpunkt am Geschäftsführer Sport bei unseren Blackies, den ich habe. Ansonsten finde ich, macht er seine Arbeit größtenteils sehr gut. Natürlich waren bei den Transfers nicht immer Glücksgriffe dabei, aber okay. Ich glaube, keine Mannschaft hat da jetzt auch, wenn man jetzt Austria Rapid und Co. hernimmt, eine so extrem hohe Trefferquote aktuell. Von dem her sind wir nicht die Einzigen. Aber auf jeden Fall, um beim Thema zu bleiben. Ja, hätte man den Vorteil als Sturm Graz mit einer eigenen Philosophie. Man kann die Spieler danach aussuchen, unabhängig vom Trainer. Und man kann natürlich auch die Trainer danach aussuchen. Wenn man zum Beispiel weiß, okay, Sturm spielt jetzt, sagen wir mal, Umschaltspiel oder forciert das Umschaltspiel, so wie beispielsweise vor knapp vor 2 Jahren, Saison 17-18. Da hat man schon gesehen, okay, eine gewisse Art und Weise Fußball zu spielen, gab es natürlich unter Franco Foda, Heiko Vogel wollte dann was anderes, ist ja dann auch zu dieser Spielweise wieder zurückgekehrt oder zu dieser Philosophie eigentlich. Und das hat dann auch weiter funktioniert. Aber es geht im Grunde nur darum, man muss sich da einfach auf was festlegen, das Ganze eben von der Jugend bis in die Kampfmannschaft durchziehen und dann hast du auf allen Seiten einfach mehr Freiheiten. Man weiß, welche Spielertypen gesucht und gebraucht werden und die kann man dann auch unabhängig vom Trainer verpflichten. Und wenn es mal eine sportliche Krise gibt, die bleiben natürlich trotzdem nicht aus, diese sportlichen Talfahrten zeitweise, oder zumindest hat man das Risiko immer, das ist einfach im Profifußball so. Naja, so hat man dann zumindest den Vorteil, dass man jetzt nicht komplett den kompletten Trainersektor abgrasen muss. Denn wenn man die letzten 3 Trainer wirklich hernimmt von Sturm, Franco Foda, Heiko Vogel und jetzt Roman Mehlich, jeder steht für einen komplett anderen Fußball. Und das ist einfach kontraproduktiv. Es ist schwieriger in der Planung, deswegen ist es ja auch nicht verwunderlich, dass es so schwer ist, dann erfolgreich zu sein. Vor allem auch mal mittelfristig. Es geht ja nicht immer nur um den kurzfristigen Erfolg. Und da müsste meiner Meinung nach Sturm halt ansetzen. Vielleicht dann wirklich mal 1-2 Jahre zumindest, was ja eher ein relativ kurzer Spielraum ist, aber mal 1-2 Jahre wirklich nicht nur den kurzfristigen Erfolg im Auge haben, die möglichst gute Tabellenplatzierung, sondern etwas heranwachsen und entwickeln zu lassen. Das persönlich wäre mir ein großes Anliegen. Also da finde ich, hat Sturm auf jeden Fall Aufholbedarf. Denn man sieht es bei Salzburg, man sieht es beim LASK auch eben. Natürlich muss man schauen nach dem Abgang von Glasner und dem einen oder anderen Spieler, wie das Ganze weitergeht. Aber wenn sie ihr Konzept beibehalten, werden sie auch in der neuen Saison eine recht tatkräftige Mannschaft an den Tag legen. Also von dem her, warum soll das bei unseren Blackies nicht auch gelingen? Also, aus meiner Sicht sind da nur Vorteile dahinter und natürlich, muss man aber da schnell mal ansetzen, bevor jetzt der neue Trainer kommt. Und jetzt kommen wir eben zum neuen oder zum möglichen neuen Trainer. Ja, da sollte man die Philosophie halt sich vorher überlegen, bevor ein Schnellschuss getätigt wird. Man nehme jetzt den Sakic-Transfer beispielsweise her. Egal, wer jetzt der neue Trainer wird, der muss jetzt mit dem Spieler arbeiten, ob er ihn jetzt haben will oder nicht, ob er in sein System passt oder nicht. Und das ist eben die große Überlegung, ob es nicht gescheiter wäre, eben vorher Spielphilosophie, Spielart festzulegen, danach die Spieler und Trainer auszusuchen und dann ist man, glaube ich, ziemlich auf der sicheren Seite. Und eben ja, nicht zuletzt, Roman Mehlich, wie gesagt, ist weg. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer wird der neue Mann? Gehen wir mal davon aus, dass mit der Spielphilosophie funktioniert so schnell nicht, wovon halt leider auch auszugehen ist. Naja, dann ist halt wieder die Frage, okay, wofür hat man jetzt die Spieler aktuell? Welcher Trainer würde für den Kader passen? Zumindest in dieser Richtung kann man sich ja orientieren. Da ist natürlich immer die Frage, was will der neue Trainer? Ich werfe einfach mal einen Namen in den Raum, der mir persönlich gut gefallen würde. Ich weiß, Jeftić bzw. El Maestro ist gerade so ein Thema. Aber mein persönlicher Favorit wäre eigentlich Damir Buric, wird dem einen oder anderen vielleicht noch was sagen. Der war vor gar nicht so langer Zeit bei der Admira als Trainer, war glaube ich nicht ganz eine Saison dort. Verzeihung, war auf jeden Fall sehr erfolgreich bei den Südstädtern, ist dann in die deutsche Bundesliga, in die zweite deutsche Bundesliga gewechselt, zu Greuther Fürth, ist dort dann entlassen worden und wäre halt auf jeden Fall jetzt wieder zu haben. Also wäre aus meiner Sicht einer der Wunschkandidaten auf jeden Fall. Ganz einfach jetzt mal, unabhängig davon, dass er aus der Admira relativ viel rausgeholt hat, mit wenig Budget, das ist ja nie eine schlechte Voraussetzung als Sturmtrainer, muss man mal sagen. Der Fußball war ganz ansehnlich, was ich mich noch erinnere.
Und ja, vor allem ein Bonus in der aktuellen Situation, kein Stallgeruch. Ich glaube, das wäre jetzt das Beste. Ja, kein mit Sturmvergangenheit, also da rate ich dringend davon ab. Da ist man einfach nie hundertprozentig neutral und ich glaube, für Sturm wäre es einfach besser, jemand, der ein bisschen Abstand zum Verein quasi hat, da mit einzubinden, der einfach diesen Blick von außen auch einbringen kann. Und ja, das wäre, glaube ich, die vernünftigste Lösung. Aber natürlich muss man sich da nicht fest drauf legen, beeinflussen kann ich es ja ohnehin nicht. Aber ich bin da auch gespannt auf eure Meinungen. Also schreibt es mir bitte auch gerne in die Kommentare, wen ihr gerne als neuen Sturmtrainer hättet. Und ja, bitte hört bitte nicht Vastić oder Foda. Ganz ehrlich, jetzt unter uns, muss man nicht machen, finde ich. Also, von dem her, ihr schreibt mir in die Kommentare, was ihr zum Sakic-Transfer sagt, was sagt ihr dazu, dass Roman Melich nicht mehr Sturmtrainer ist und wer soll der neue Trainer sein und was sagt ihr zum Thema Spielphilosophie, das will ich alles von euch wissen. Ihr schreibt es mir bitte in die Kommentare und ich würde sagen, von dem her, war es das dann jetzt auch schon wieder von mir, wurde ein bisschen länger als gedacht, aber das gehörte mal gesagt. Von dem her, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich und... Bis dann. Ciao, ciao.